Winterzeit gleich Teezeit. In Ostfriesland ganzjährig zelebriert. Die Teetid. Und in England die Tea Time. Und wie die genau funktioniert, erzähle ich euch jetzt. Alles, was ihr für eine Teezeremonie benötigt, ist zunächst ein gezündeter Trangia, dann starker Tee, Kluntje, Sahne und ein Teekessel mit Wasser. Der Teekessel dampft schon, das ist ein gutes Zeichen. Zeit, um den Ostfriesentee vorzubereiten. Das ist eine spezielle Teemischung aus 20 verschiedenen Teesorten. Vor allem Schwarztee. Faustregel ist, man nehme einen Teelöffel pro Tasse und einen für die Kanne. Zunächst wird kochendes Wasser in die Teekanne gegeben und die Kanne damit ausgespült. Dadurch wird sie angewärmt. Bei den heutigen eisigen Temperaturen sehr von Vorteil. So, wunderbar. Stellen wir erstmal beiseite. Normalerweise findet für solch eine Teezeremonie auch passendes Teegeschirr Verwendung. Das sind dünne Porzellantassen mit dem markanten blauen Dekor oder das mit der roten Rose. Habe ich hier draußen nicht zur Hand, macht auch nichts. Unverzichtbar ist aber neben einer Teekanne ein Stöfchen mit einem brennenden Teelicht, damit der Tee auch schön warm bleibt. Und dann geht's endlich los. Dazu den Tee in die Kanne geben und dann mit kochendem Wasser halb befüllen. Dann mit geschlossenem Deckel 3 bis 4 Minuten ziehen lassen. Abschließend wird die Teekanne jetzt mit Wasser ganz befüllt. Das macht den Tee milder. So, fertig, es darf serviert werden. Die eigentliche Teezeremonie beginnt jetzt. Dazu brauchen wir eine Tasse mit Kluntje, das ist Candiszucker. Der wird normalerweise mit einem Kluntje-Knieper, also mit einer Candiszange, mittig in die Tasse platziert. Ich verwende einen Teelöffel. Verzeiht bitte, soll man nicht, denn der Teelöffel ist reine Zierde. Dazu aber später mehr. Jetzt geht's weiter. Der Tee wird nun auf den Kluntje in die Teetasse gefüllt. Hierbei beginnt der Kluntje charakteristisch zu knistern. Diesen Vorgang habe ich mit einem Richtmikrofon einmal aufgenommen. Hört sich richtig dramatisch an, aber ganz ehrlich gesagt, so laut ist das eigentlich nicht. Abschließend gibt man mit einem Sahnelöffel mehrere Tropfen Sahne hinzu. Für gewöhnlich wird die Sahne vorsichtig am Rand der Tasse eingebracht, so dass kleine Wölkchen entstehen. Das Einrühren erfolgt traditionell gegen den Uhrzeigersinn, um so symbolisch die Zeit anzuhalten. Haben sich die vielen kleinen Wölkchen zu einer großen Wolke zusammengefügt, dürft ihr genießen. Der Tee wird ohne Umrühren getrunken, sodass erst der milchige Teegeschmack am Tassenrand, dann das herbe Teearoma der Tassenmitte und zum Schluss die Süße des gezuckerten Tees auf dem Tassengrund geschmeckt werden. Wie ihr seht, ist die erste Tasse nunmehr ausgetrunken und noch Kluntje über. Das soll auch so, denn in früheren Zeiten war Candis eine sehr teure Angelegenheit und wurde daher mehrfach
verwendet. Für jeden Teilnehmer einer Teerunde sind 3 Tassen obligatorisch. Wird vorher abgelehnt, gilt das als unhöflich, wenn nicht sogar beleidigend. Eingeschenkt wird grundsätzlich durch den Gastgeber, genauer gesagt durch die Gastgeberin. Wollt ihr keinen Tee mehr? Achtung, jetzt kommt der Teelöffel ins Spiel, wird dieser in die Tasse gelegt. Dadurch signalisiert ihr, dass kein weiteres Nachschenken gewünscht wird. Die Hauptteezeit ist der Nachmittagstee, so um etwa 15 Uhr. Für neu eingetroffene Gäste wird auch außerhalb dieser Zeit als erstes eine Tasse Tee aufgesetzt. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und ja, vielleicht sehen wir uns mal am Trangia wieder, wenn ich euch einen Tee zubereite. Tschüss!